Wenn du alles Unmögliche ausgeschlossen hast, muss das, was übrig bleibt, die Wahrheit sein, wie unglaublich diese auch erscheinen mag. So, das hier ist nämlich die Nummer 20, die das Schild uns verrät, Heiliger Franziskus. Macht er? Werden die eigentlich alle heilig gesprochen? Bin ich auch nicht heilig? Ja, es gibt ja sogar, das ist sehr interessant, es gibt ja extra so ein Buch mit Kriterien, was man machen muss, um heilig gesprochen zu werden. Wir stehen da aber auch die Zeiträume drin, weil das hat sich ja alle paar Jahre mal geändert, Das sag ist ich mal. richtig. Und es gibt auch extra Kriterien für eine Wunderheilung. Die Lourdesgrotte. Das kostet ja auch nicht Geld, ne? Da sind die jetzt alle freiwillig. Nur die ganze Generation wird das da weg. O Maria, unbefleckt empfangen. Steht oben drauf. Ja, ich finde es so interessant, wie das gemacht ist. Ich muss auch sagen, das ist einfach so ein kleiner Schrein quasi, ne? Ja. Ja, halt eine Grotte, ne? Das sieht man ja. Es Geht ist da rum. Halt aber auch eine Grotte, die mit, sag ich mal, verschiedenen Mitteln gefertigt wurde. Hier siehst du zum Beispiel die Schiefersteine. Ja, das Holz, guck mal, das sieht, wie das aussieht. Das sieht Das aber wie auch aus Pappe. eher wie. Ja, aber was mich so ein bisschen irritiert, das sieht auch schon so ein bisschen aus wie Treibholz, ne? Ja, und es sieht anscheinend wenig Feuchtigkeit, obwohl jetzt so luftfeucht ist, Ja. sieht es nicht nass aus. Was ist da? Steht da? Kann keiner lesen. Ich kann da mal ranzoomen, vielleicht haben wir eine Chance. Warte. Nee. Selbst mit Zoom. Kann ich höchstens noch Monitor mal zu Hause gucken, kann von hier nicht erkennen. Aber ja, 19. So. Heilige Bernadette. Ja, auch eine sehr bekannte. Das Problem ist, ja, ne, das müsste man jetzt theoretisch die Hintergründe kennen. Ich kann sie zum Beispiel nicht. Ja, es gibt auch Haufen. Es gibt irgendwie mehrere, ich glaube 100 oder es waren sogar tausende Heilige. Jetzt die Frage, ist das die Maria da oben rechts? Ja, das ist doch Wird klassisch. sie wahrscheinlich Also das sein. ist ganz klassisch Maria. Glaube ich auch. Hat aber keine Nummer hier, ne? Das ist, glaube ich, einzustehendes. Veronika reicht Jesus das Schweißtuch. Lasst uns allen Gutes tun, zumal den Glaubensbrüdern. Christus hat für uns gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen. Oh, das könnte sogar sein, weil das Jesu quasi das Abbild. Ja, könnte sein. Seinen. Das Blutstropfen. Schweißtuch, lasset uns. Ja. Es Schweißtuch, kann ich ja, nicht lesen. Mich wundern. Wir haben jetzt die erste Hälfte sozusagen weg. Wir haben die Straße überquert, was man ganz deutlich hören kann. Und komme ich schon zum nächsten. Jesus spricht zu den weinenden Frauen: Weinet nicht über mich, sondern weinet über euch selbst und für eure Kinder. Lukas 23, 28. Also es gehört eindeutig noch zum Kreuzweg. Und dann wieder in sehr alter Schrift. Alle Buße und bekennet euch damit eure Sünden getilgt werden. Ja, hier guck mal, so ein alter Einlass, wie man sie öfters mal hat. Ja, für so kleine Büsten oder so kleine Fresken, ne? Also. Ja. Oi. Also, erstmal der Schwenk. Warum ist da ein Drache mit mehreren Köpfen? Ist das vielleicht Die, der Cerberus? Nein, das ist nee, nicht. Die ganz, ganz alten Christen. Um die Jahrtausendwende, also um 0 Christus und vorher, hatten haufenweise mythologische Figuren. Aber meistens auch bezogen auf die Schlange, ne?
Ja, ja, du guck mal, da drunten siehst du zum Beispiel, das ist wahrscheinlich der Garten Eden, wenn du die Bäume erkennst. Das sieht aus wie die Äpfel, ja, die Versuchung. Ja. Das ist ein Schäfer, auf jeden Fall. Rechts ist irgendwie so ein kleiner Mann. Sieht aber ordentlich aus wie ein Kind. Ich meine, es gibt zum Beispiel gerade auch diese... Adam und Eva wird es nicht sein. Das wird doch nicht Kain und Abel sein. Nee. Aber steht das hier da oben, das sieht sehr, sehr suspekt aus. Also wie gesagt, die frühen Christen hatten mit Drachen ganz viel am Hut. Ja. Auch der umgedrehte Halbmond quasi, das ist schon... Auch das war früher ein christliches Zeichen. Aber es kann auch für die Kreuzzüge stehen. Der Drache ist in der Symbolik oft das Besiegen des Bösen. Hat auch ganz viele Kronen. Also es ist auch irgendwie kein Drache, es könnte auch eher eine Hydra sein. Ja, aber so genau. Damals war alles Drache, was wie ein Ex aussah. Alles zur Ehre Gottes, okay. Danke an den Verein, dass er sich so um das alles kümmert, dass wir das alles noch sehen können. Also ich sag das jetzt mal leiser, damit wir nicht so sehr stören. Allein durch die farbigen Bleiglasfenster kommt hier natürlich eine eigene Stimmung. Es ist nur so aufwendig halt mit den Wänden. Ne? Das sind nicht einfach irgendwelche Steinplatten, sondern die werden natürlich, dahinter sein. Die ganzen Inschriften schon einmal abgefilmt? Nee, das nicht. Ich wollte dich jetzt auch nicht stören, muss ich sagen. Du kannst auch gerne mal anleuchten, dann kann man nämlich da anfangen. Ja. Ich wollte jetzt auch nicht vorlesen, weil das ist doch ein bisschen viel Text. Du süßester Jesu. Oder? Ja. Schaffe mein armes Herz um dein heiliger Herz um. Möchte deine Schmerzen dein Herz mit meinem Herzen vereinigen und es mir immer süßer und gnädiger machen. Seliger Heinrich Suso. Suso, schätze ich mal. O Jesu, meine süße Hoffnung, deine göttliches Herz, das aus Liebe zu mir schon aufgegriffen und für alle Sünder geöffnet ist. Sehr komisch geteilt, aber sei der sichere Zufluchtsort für meine Seele. Gertrud, irgendwas. Aber es sind einige hier. Ja, das lese ich jetzt nicht alles. Deswegen sage ich mir, wir brauchen das nicht alles vorlesen. Wer möchte, klickt einfach auf Pause und kann das. Okay. Was der Heiligkeit dieser. Schon ordentlich ausgeblasst oder verblichen. Ne? Ja. Also. Ja, rot zu blau. Das ist rot, das ist krass. Also, das ist wirklich. Das ist eigentlich eine sehr untypische Sache, muss ich sagen, für die katholische Kirche. Ja. Weil rot symbolisierte da oft das Böse und blau das Heilige. Eigentlich sind die Farben jetzt. Vielleicht soll das Rot ja auch ein bisschen die Versuchung darstellen. Möglich, es gibt so viele Interpretationsvarianten. Obwohl, ne, wenn man hier sieht, das ist quasi das Herz hier zentral. Jesus, willst du doch noch lesen? Ziehe mich immer tiefer in dein Herz hinein, auf dass deine Liebe mich ganz aufnehme,
aufnehme, verschlinge und ich ganz in deiner Süßigkeit ja, schätze versenkt schon. Werde, sei. Oh, liebeswürdiger Heiland. Möchte doch mein Herz so... Nee, bin ich raus. Vielleicht kann das ja einer in den Kommentaren dann für genau. uns beziffern. Vielleicht ist es ja ein ganz berühmter Spruch und wir sind einfach zu ungebildet. So, die sogenannte Erlösungskapelle, erbaut unter Pfarrer Kraus. Mit. Die Statue ist von 1720. Okay. Und das hier wurde 1849, glaube ich. Ja, das stand draußen mit 1849. Und das andere stand auch draußen, aber darunter. Okay. Ich mache mal hier so ein bisschen Licht, ne? Ja. Diese schmerzhafte Mutter, bitte für uns, hier drunter. Sieht mal schön aus. Da links haben wir das Kirchenzeichen hier, ne? Hm, das hatte ich doch schon vor zwei Jahren früher schon hier. Das rechts ist aber ein anderes, ne? Das sind beides Kirchenzeichen. Das linke, ja, ich weiß, das. Ja. Das linke sind die orthodoxen Christen. Mhm. Und rechts, die dürft es gar nicht mehr geben, das müssten, glaube ich, die sind heute eine Caritas-Sache mit M. Malteser. Die Malteser, danke. Die Malteser. Also ihr seht, es ist schon sehr aufwendig gestaltet und sehr schön mit verschiedenen engen Puttenzeichen hier. So. Ja, und hier sind überall, ich sag mal kurz, Dankestafeln für Maria. Die sparen wir uns jetzt auch mal alle einzeln zu lesen. Ja, hier Ukraine-Sammlung, da merkt man, welches Jahr wir aktuell haben. Oh, hier ist. Oh, das ist aber eine schöne Muschel. Ja, hast du noch nicht gesehen? Man hat quasi die Muschel genommen als dieses kleine Gebetsschälchen, wo da Wasser drin ist. Richtig, das Weihschälchen. Eben. Ja, das ist schön, man hat gut gemacht. Der Bergkristall, das sieht richtig gut aus. Ja, natürlich. Also hier, wenn du die Kristalle siehst, wo das draufsteht, ne? Ja. Das ist eine ganz große Nummer. Das ist oh, warte mal, das sind sogar verschiedene. Das ist ein anderer ja. als der Rest. Der bricht sogar Licht, der Grüne. Ja. Jesus, Maria, Josef. Okay. Da hing mal eine Lichtquelle, schätze ich. Wahrscheinlich ein Leuchter oder sowas. Denke ich auch. Irgendwas, das nicht mit Strom betrieben wurde. Damals, vor langer Zeit.
Ja, sagen wir mal so, die Leute, die das gemacht haben, haben die das gegossen? Nee, das glaube ich. Es sieht so gut erhalten aus, gut möglich, dass es modern ist. Wollte ich gerade sagen, das sieht also. Das sieht also nicht aus, es wird ja gesagt, das sind alles fast Tonskulpturen, ne? Wurde ja quasi angedingst. Ich glaube nicht, dass das irgendein Marmording ist. Das ist hier so eine heilige Reliquie aus Naturstein. Da haben sie doch Leichen zurecht gemacht, oder? Das haben sie am Kopf gesetzt, die Dornenkrone. Keine Ahnung, was das ist. Inri, ja. Das sieht halt aus wie Gräber. Das sieht aus wie Gräber, ja. Das sieht man aber. Nee. Das ist schon zu ausgewaschen. Da sieht man nicht mal Der Stein ist so schnell leicht oxidiert selber. Das ist nicht mal eine Jahreszeit. Ach, Jahreszeit, genau. Ich weiß. Das ist zum Andenken, also hier steht es zumindest drüber. Oh, warte mal. Ja, 1780. Nee, 1834. Aber 1780 steht drüber. Ja, aber 7. Juni, hier. Ja, aber 6. Januar 34 gestorben. Ah ja, das ist der Geburt dann, oder? Von seinen dankbaren Anverwandten. Wie eine Werkstatt. Okay. Wenn du durch das Fenster reinguckst, da sind das könnte sein, dass das ein alter Steinmetz oder sowas ist vielleicht, ne? Ist wahrscheinlich eher abgeschlossen, ne? Kommst du nicht rein. Aber ist auch wahrscheinlich eh nichts drin. Abgeschlossen ist es, aber... Ja, gut, ne? Also... Naja, vielleicht aber wurden dann da oben die Steine abgeseilt? Ich weiß nicht. Ja. Jesus hat seine Kleider beraubt. Sie haben meine Kleidung, das sich geteilt, und über mein Gewand das losgeworfen. Das ist ein Holzstück. Das ist ein Holzstück, aber da oben drauf war mal irgendwas wahrscheinlich. Guck mal, da wächst da so ein kleiner Pflanz raus. Vielleicht sogar so eine kleine Freske oder so. Ja, da wie gesagt, vielleicht ein Engel oder so. Ja. Den gesamten Unterteil haben die immer übernommen, das oben ein bisschen geändert und da die Inschrift neu gemacht. Ja. Jesus fällt zum dritten Mal unter dem Kreuz. Er nahm die Schuld vieler auf sich und ist für die Sünder eingetreten. Oh, wie schön ist ein kenntliches Geschlecht in Tugend glanze, denn unter... Ne. Hier, ihr Andenken im Segen und ihre Gebeine sollen hier umgrünen vielleicht. Es ist massiv, das merkt ihr da. Es ist nicht toll. Ja, und hier haben wir ein paar Gräber. Gar nicht mal so alt. Ja.
ersten Bürger, man weiß es nicht. Ich weiß auch nicht. Das waren wahrscheinlich die hier, die ein bisschen was mit der Kirche zu tun haben. Ja, wie ihr seht, hier sind einige Gräber. Thermal ist hier aber nicht viel los. Das da hinten ist schon ganz schön verwittert und erstaunlicherweise auch wärmer. Okay, mal lässt das bewusst überwuchern. Hier waren ja noch Feier auf dem Weg. Oh ja. Ich kann man gar nicht mehr erkennen. Okay, dann lauft man direkt über den Friedhof drüber, das will ich jetzt eigentlich nicht. Jesus wird ans Kreuz geschlagen, er hat sein Leben in den Tod dahingegeben und ist unter die Übeltäter gerechnet worden. Wäre auch überrascht gewesen, wenn die Tür offen wäre. Jesus stirbt am Kreuze. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen eingeborenen Sohn für sie dahin gab. So, jetzt sind noch einige Gräber. Um niemanden zu stören, filme da jetzt nicht weiter. Die können wir uns später genauer angucken. Da ist auch noch eine kleine Kapelle. Ja, das war auch gerade meine Frage. Will man hier angucken gehen, ob die offen ist? Ich gucke mal in der Zeit den Weg hier lang. Der Manfred spät. Das ist interessant. Hier hat man den gesamten oberen Teil mit Muscheln eingedeckt und auf den Muscheln stehen ihr 1800 irgendwas, da stehen Sachen drauf. Okay, ich habe mal gehört, Muschel ist ein Symbol der Maria. Ja, das kann gut sein. Sieht cool aus. Das sieht aus, weil die linke Seite ist nicht so, aber die rechte sieht aus wie so Schuppen von einem Fisch. Ja, und du siehst auch bei den, jetzt zum Beispiel siehst du dann noch Sachen draufgeschrieben, ne? Ja, man kann es, also ihr werdet es wahrscheinlich nicht genau erkennen können, aber das sind mit ganz kleinen schwarzen Stift, vielleicht sogar eingemeißelt, ne, ich glaube draufgeschrieben, aber sehr glatt auf jeden Fall. Ja, und ich also glaube, das ist auf jeden Fall ein Stift, der auch... Ein Permanentmarker. Ja, also es steht halt 1841, glaube ich. Ja, also das, keine Ahnung, mit was das da gemacht wurde, dass das jetzt noch hält, ist ein Wunder. So, was haben wir hier? Jesus Leichnam wird in den Schoß seiner Mutter gelegt. Deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen. So. Jetzt siehst du auch nochmal die ganzen Muscheln. Ja, also das mit den Muscheln ist eh toll gemacht. Schöner Kontrast beim Schwarzen jetzt hier vor allem, finde ich. So, Jesus wird ins Grab gelegt. Die Nationen werden zu ihm beten. Sein Grab wird glorreich sein. Neubau ist Wallfahrtskirche. So, wir gehen jetzt mal in die Kirche hier rein. Einfach weil sie offen ist. Okay, wie ihr seht, wir dürfen hier nicht laut reden. Das machen wir natürlich auch nicht. Hat ja auch was mit Pietät zu tun. Also wir werden jetzt uns ganz leise hier verhalten. Herr, reinige mich von meinen Sünden. Mich segne der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger. Und dann seht ihr hier so ein Weihbecken.
ein bisschen dunkel. Ich traue mir jetzt tatsächlich nicht, das Licht anzumachen. Weil ich glaube, das stört die. Ich mache mal auf Nachtsicht. So, ich habe mal auf Nachtsicht gestellt. Dann sehen wir jetzt ein bisschen was. Also, wohlgemerkt, es ist hier Tag, aber der Bereich ist nicht beleuchtet. Ich habe auch natürlich noch die Thermalkamera an, nur mit Nachtsicht seht ihr da nichts, wenn ich da drauf halte. Wahnsinn, wie detailreich das alles ist. Wow, das kann man von Weitem gut erkennen. Wahrscheinlich nicht machen können. Und nochmal mit Thermal. Vielleicht sehen wir ja was. Es sind zu viert hier, ich und drei weitere. Da sind zwei. Interessant. Selbst die Kronleuchter, die nicht an sind, haben eine Wärmesignatur. Als wenn die gerade noch angewiesen wären. Finde ich ein bisschen komisch. Bei jeder Bank identisch. Ich vermute, das heißt, rette deine Seele, könnte also der Beichtstuhl sein. Wahnsinn, wie wunderschön. Da steckt so viel Liebe und Arbeit drin. Das ist so beeindruckend. Wahnsinn. Thank you.
schön als architektonischer Teil genutzt werden. Ja, aber guck mal, hier auch. Das ist alles voller. Ja, das ist Reliquienschrein. Ja, wie der Jan schon sagte, haufenweise Reliquien hier. Das hier, so eine Engelstatue. Vater unser, der du bist im Himmel. Ja, okay. Das ist das Vater unser. Wahnsinn. Einfach Leute. Ich zeige euch jetzt mal die andere Seite. Mit den Reliquien. Neben dem Jesus sind noch haufenweise andere. Jetzt kriege ich mal die Dunkelheit. Das ist noch eine Engelstatue. Soll ich dir leuchten? Nein. Hier ist noch eine Tür, die wird bestimmt verschlossen sein. Okay. Ah, und da ist die Steuerung. Da wollen wir nicht hin. Die großen Reliquien schon. Aber schon, das sind, also das sieht mir aus wie geschliffene Edelsteine, beziehungsweise, siehst du das? Ja, ja. Und dahinter sind dann die, was soll ich aufschließen, Reliquien des Patriarchen Josef, Patron dieser Kirche. Und links ist irgendwann vom Papst anscheinend auch noch ein Knochen. Wow. So, Leute, jetzt zieht euch das nochmal rein. Oh, die Orgel habe ich ja gar nicht gesehen. Und das Fenster oben. Ja. Ei, ei, ei. Aber der Riss in der Decke. Oh, scheiße, du hast recht. Dieser Riss in der Decke. Der zieht sich durch die ganze Decke fast. Dass der Raum natürlich gut hält. Deswegen ist alles auch so hoch. Aber es sollte auch immer die Größe Gottes zeigen. Und deswegen ist natürlich alles immer sehr groß und prunkvoll und beeindruckend. Und das klappt auch ganz gut. Also ist schon sehr beeindruckend hier zu sein. Hoffe ich mal nicht. Ich bin wegen der
Ja, hier haben wir noch mal einige Gräber. Noch nicht ganz 100 Jahre alt, aber einige. Nahe dran. Zum Gingen der Opfer des Zweiten Weltkriegs von Achenberg-Immerdorf. Ach, guck mal, da haben sie alle sogar. Ist das hier Opfer des. Geboren? Ne, gestorben. Am 2.9.1914. Ah, das ist sogar. Okay. Das ist aber nicht dann. Hier waren die auch. Hier waren die auch? Ja. Haben die hier wieder ihre Ghostbox-Sessions gemacht oder was? Ja. Das ist ja echt Stoffgrund. Ja klar, also ich meine, wo soll das nicht herkommen? Die Kirche ist beleuchtet. Wie gesagt, hier ist ein der Friedhöfe, die große, wunderschöne, ja, ich würde fast schon Kathedrale sagen, auch wenn es Kirche heißt, im Hintergrund. Hier gegenüber ist noch ein anderer Friedhofsteil. Das ist komisch, oder? Ein bisschen schon. Damit sind wir mit der heutigen Untersuchung am Ende angekommen. Wie ihr gesehen habt, war jetzt nicht so viel los. Die Ghostbox hatte ein paar Aussetzer gehabt, aber das lässt sich wahrscheinlich damit erklären, dass der Akku so weit runter war, dass sie da ein paar Fehler produziert hat, nachdem wir die Batterie gewechselt haben. Klappte ja alles wieder. Danke dem Jan, dass er das gemacht hat. Euer K2 hatten wir auch keinen Ausschlag gehabt. Thermal auch keine Anomalie, aber es hieß ja auch allgemein, dass hier am Tag es ruhig sein soll. Das Einzige war so ein bisschen die Gefühle, also eigentlich mehr oder weniger alle von uns in der kleinen Antoniuskapelle. Ja. Weiß nicht, wir haben verschiedene Gefühle. Der Manfred zum Beispiel hat das Gefühl gehabt, er geht rein und fühlt sich betrübt. Und danach aber hatten wir alle, wenn wir da drin waren, das Gefühl gehabt, ja, als beruhigend. Ich hatte so eine Art Kitzeln am Bauch, war ganz angenehm. Jan hatte so, ja, ich hatte eher so ein, ja, ich würde sagen, eher so vom Steißbein nach oben bis zu den Schultern so ein wohliges Kribbeln. Hat so ein bisschen was, wenn ihr es kennt, von ASMR gehabt bei mir. Ja. Also war schon angenehm. Aber auch erst nachdem gespendet wurde und nachdem ich eben ein bisschen, sagen wir mal, gebetet habe, dann kam das erst bei mir so ein bisschen durch. Und unser Begleiter, den wir noch mit dabei hatten, der auch sehr skeptischer Mensch ist, hat dann aber auch gesagt, irgendwie komisch, als wenn hier einer drinnen wäre. Und der ist halt wirklich sehr skeptisch. Ja. Von daher hat das schon ein gewisses Gewicht, sage ich mal.
Wir konnten aber nichts wissenschaftlich dokumentieren. Das sind alles nur Gefühle. Richtig. Das kann Suggestion und Unterbewusstsein. Man weiß nie, wie die Umgebung auf einen wirkt. Mag sein, dass das Unterbewusstsein da eine Strich durch die Rechnung gemacht hat. Messen konnten wir nichts. Wir haben also, kann ich jetzt ohne Auswertung, falls ich was drauf sagen, höchstwahrscheinlich ein Parascore von 0. Mhm. Aber der Ort ist einfach Wahnsinn und wunderschön. Die ganze Architektur ist genial, die Landschaft. Und Jan hat das schon, ja auch gefallen von diesen vielen Steinen. Wunderschön, muss ich sagen. Auch die ganzen Muscheln, die eingearbeitet wurden. Also überall. Ich glaube, da wurden sogar fast manchmal an manchen Stellen mehr Muscheln als Steine verarbeitet. Ja. Was ich aber noch sagen wollte, so gerade. Ja. Ich hatte ja, als ich da etwas in mich gekehrt, eine Art Kontemplation hatte, muss man schon so sagen, fast schon wie so eine himmlische Musik quasi aus der Ghostbox vernommen. Wird aber wahrscheinlich eher Einbildung gewesen sein. Vielleicht ist was drauf, glaube ich aber nicht, dass irgendwas aufgenommen wurde. Deswegen können wir das eigentlich, glaube ich, ausschließen. So, und dann noch zur Kirche hier zum Beispiel, zu der Grotte, muss man auch sagen, von den ganzen Fresken, von den ganzen Bildern muss man auch sagen, von den Skulpturen, auch von den einzelnen tektonischen Elementen auch eher auf jeden Fall. Also das war schon sehr schön gemacht, auch mit den ganzen Muscheln eben eingearbeitet, mit den verschiedenen Prunksteinen, auch mit den ganzen Holzverzierungen, also es war schon eine sehr schöne Kirche. So, ja, ich glaube, das war genug gesagt. Genau, ich glaube, wir haben jetzt eigentlich uns über dieses schöne Landschaftsvideo und Gebäudevideo jetzt ausgelassen. Ja, wie gesagt, Taguntersuchung haben jetzt auch nicht viel erwartet. Die meisten sagen ja auch, Tag fanden wir es toll, nachts waren wir hier, fühlen uns unwohl. Und ich rede jetzt nicht nur von Leuten, die Videos machen, sondern auch von Allgemeinbesuchern, die nachts nochmal wiedergekommen sind und dann gesagt haben, wow, ganz ehrlich, am Tag gefiel mir hier, aber nachts, oh, ich höre überall was, fühle was. Also, das werden wir natürlich nochmal genau in die Lupe nehmen. Das werden wir noch rausfinden. Genau. Na denn, dann sage ich, macht's nicht gut, macht's besser und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Herzlich willkommen zum Auswertungsteil. Ja, die Pfarrhausanlagen, die waren doch wirklich sehr, sehr groß. Deswegen das Video jetzt in zwei Teile geschnitten. Obwohl ich schon viel Material rausgeschnitten habe, habe ich es nicht geschafft, es auf eine Stunde zu kürzen und dabei guten Gewissens zu sagen, es ist noch alles drin, was ich mindestens zeigen möchte. Das ist, wenn man im Schnitt sitzt, immer eine schwere Sache. Was nimmt man rein, was nicht? Auf was kann man verzichten? Was ist wichtig? Natürlich wichtig ist, wenn wir Ergebnisse haben, die zu zeigen. Das war hier hauptsächlich dieses, nehmen wir es mal, Stöhnen, als wir besprochen haben, ob wir uns hier ruhig verhalten sollen, ob wir jetzt eine Aufbauten machen oder nicht, und uns dann halt darauf geeinigt haben, es erstmal sein zu lassen. Und dann später noch dieses eine Geräusch, was schwer zu erklären ist. Und das ist jetzt sehr wenig, ein Parascore von 1 bis 2, je nachdem, wie großzügig man bewerten möchte. Das demotiviert uns aber auch gar nicht, denn die meisten berichten halt davon, dass sie nachts Stimmen hören, angefasst werden und so weiter. Und nachts gehen wir natürlich auch noch dabei hin. Wahrscheinlich werden wir das in zwei Teilen machen, dass wir einmal die eine, das andere Mal die andere Seite machen. Das kann ich noch mit Sicherheit nicht sagen. Wir müssen schauen, welche der Kapellen etc. nachts offen sind. Und wenn sie verschlossen sind, werden wir uns erst einmal natürlich auf die Außenbereiche konzentrieren. Und bei der zweiten Untersuchung werden wir versuchen, von der Kirche eine Genehmigung einzuholen, dass wir diese dann betreten dürfen. Der Verein selbst hat schon das Okay gegeben, aber der verwaltet halt nicht die Kapellen an sich, die sind trotzdem von der Kirche verwaltet. Von daher müssen wir da mal schauen, wie das wird. Viel gibt es ansonsten aus wissenschaftlicher Sicht jetzt nicht zu sagen. Es ist eine wunderschöne Anlage, ihr habt gesehen, ein Detailreichtum ohne Gleichen, was man sich da an Mühe gemacht hat mit einzelnen Steinen, Muscheln, verschiedensten Steinen. Das ist Wahnsinn und wunderschön. Also, ich verstehe nicht, warum so wenig Besucher da waren, so schlecht war das Wetter nicht. Außer uns haben wir zwei andere dort gesehen. Vielleicht ist das aber auch einfach nicht zeitgemäß, mag sein, aber vom Anschauen her, muss ich sagen, ist das eine der schönsten Anlagen und der Kirchen, die ich jemals gesehen habe. Und ich bin sehr froh, dass der Verein sich so aktiv darum kümmert, dass das erhalten bleibt. Auch wenn leider keiner von der Zuständigkeit das so richtig haben möchte, ist es auf jeden Fall erhaltungswert und hoffentlich machen die es auch weiter. Sie scheinen das sehr, sehr gut zu machen. Und viel mehr gibt es eigentlich auch gar nicht zu sagen. Wir hoffen natürlich, euch hat es gefallen. Wir hoffen des Weiteren, dass ihr uns natürlich dann auch zu den nächtlichen Untersuchungen per Video natürlich begleitet. Vielleicht können wir da mehr rausholen.
Wie gesagt, das ist sehr wahrscheinlich. Dort werden wir dann auch Aufbauten machen. Wir werden auch nicht so viel stören. Das sollte alles ganz gut laufen. Mal schauen, was rauskommt. Und ansonsten sage ich, denkt dran, uns zu liken, wenn euch das Video gefallen hat. Ein Abo dazulassen ist auch immer ganz hilfreich. Und ihr könnt uns gerne supporten in allen möglichen erdenklichen Weisen. Links findet ihr überall in der Videobeschreibung. Ist alles mögliche verlinkt, was man sich so vorstellen kann. Seien das jetzt unser WhatsApp, unsere Kontaktsachen, PayPal, irgendwelche spannenden Seiten, wenn wir welche haben. Also ihr findet alles in der Videobeschreibung, was eventuell interessant ist. Und wenn ihr doch mal was nicht finden solltet, von denen ihr meint, boah, da hätten wir aber gerne schon mal irgendwie Link hin, einfach in die Kommentare schreiben. Wir kümmern uns so gut es geht drum, sofern das möglich ist, und dann läuft die Sache. So, dann sage ich, macht's nicht gut, macht's besser, bis zum nächsten Mal und tschüss. Kennt ihr einen Ort, an dem es spukt? Oder wo vielleicht sogar euch oder einen eurer Bekannten irgendwas Seltsames passiert ist? Oder einfach eine Location, wo ihr meint, boah, da müsste doch mal jemand hingehen und Untersuchung machen, da ist bestimmt was? Dann scheut euch nicht, uns über unsere E-Mail-Adresse oder über WhatsApp zu kontaktieren. Wir freuen uns auf eure Geschichten und natürlich über die Orte, die damit in Verbindung stehen und wo wir dann vielleicht eine Untersuchung machen können. Dazu vielleicht noch ein kleiner datenschutztechnischer Hinweis. Wenn ihr nicht wollt, dass euer Name in einem Video oder so als Quelle genannt wird, bitte einfach ein kleiner Hinweis zu uns. Wir machen uns dann eine Aktennotiz und dann passiert das auch nicht. Eure Daten werden von uns streng vertraulich behandelt. Das bedeutet, wir geben nichts raus ohne eure Erlaubnis. Ihr braucht euch also keine Sorgen machen, ob irgendwas nach außen dringt, was ihr vielleicht gar nicht wollt. Solange ihr uns sagt, dass das nicht nach außen dringen soll, bleibt das bei uns intern in unseren Akten quasi anonymisiert unter Verschluss. Und wir werden das auch nicht rausgeben. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, dass wir uns sehr auf eure ganzen Berichte, vielleicht sogar Fotos oder Ton, auf jeden Fall massiv freuen. Und wenn wir dann eine Untersuchung machen, ihr vielleicht euch daran erfreuen könnt, was oder was wir dort nicht finden.